Okay, und eventuell kann ich ja jetzt auch hier zu den Bomber-Typen dazugehören, in ihre Bande eintreten. Diese Maske. Das Horror-Kid missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Koste es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte Tal uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung. Wenn er nur rascher zum Punkt kommen würde. Du solltest einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt ein Pfad direkt in die Sümpfe. Durch welches Tor? Durch das hier geradeaus? Anscheinend schon. Also werde ich jetzt erstmal da durchgehen. Hallo Wache, ich darf durch. Stehen geblieben. Hast du etwas in den Sümpfen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Blablabla. Ein Schwert. Ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, sie wie ein Kind zu behandeln. Südlich von hier erstrecken sich die Sümpfe von Dämmerwald. Seien Sie bitte vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Werde mich Hals über Kopf in den Tod stürzen. Ebenen von Termina. Ah, und coole Musik. Muss man ehrlich gesagt sagen. Ja. Was ist das denn? Ein Schleim? Oder was? Oh, dazu wollte mir Dings was sagen. Meine Feengefährtin. Aber ich habe sie nicht zu Wort kommen lassen. Also, was sagst du mir denn? Jesus, ein roter Wabbler. Er ist eigentlich nicht sehr gefährlich. Meistens findet man etwas Nützliches in seinem Magen. Okay, hey, ein Herz. Cool. Ich kann mich drehen. Boah. Ja. Und Dinger töten. Kann ich denn eine große Wirbelattacke machen? Naja. So mittelmäßig, ne? Ah. Und ein Herz erhalten. Oh, nur ein kein roter, sondern ein blauer Rubin. Und das hat sich mal wieder richtig gelohnt hier. Und zack und zack. So. Oh, ein Loch. Das ist eine Feenquelle? Keine Ahnung. Hier sind komische Viecher auf dem Boden. Kann ich die so töten? Nee. Habe ich hier noch eine Vase drin? Es scheint wohl nichts Großartiges zu sein. Oder das ist erst später von Relevanz. Die Musik hier ist übrigens ziemlich cool. Da geht's vermutlich in den Canyon. Oder so. Aber wir wollen ja erstmal in die Wüste. Wir werden in die Wüste geschickt. Ahahahaha. Oh mein Gott, der war mal wieder so grottenschlecht. Egal. Oh, bist du übrigens eine Fledermaus. Fledimausi, komm doch mal her. Ich will mit spielen. Ja, ein roter Wabbler. Aua. Bestimmt, du blödes Teil. Viech. Was auch immer. Kommen wir da oben drauf? Auf diesen Stamm? Nö. Darüber könnten wir darauf kommen. Jetzt brauche ich aber die Deku-Maske. So. Oh, ich bin ein Deku-Mann. Oder komme ich darauf? Ich kann ja mal gucken, ob ich das schaffen würde. Nee, sieht nicht so aus.
Aber dadurch komme ich ja hier hoch. Ja. Und das bringt mir jetzt was genau? Oh, gar nichts. Sehr schön. Also dann nehme ich die Maske erstmal wieder ab. Okay, und jetzt bin ich wieder ein ganz normaler Junge. Das sind wieder diese Steine, die ich nicht entziffern kann. Oh. Oh. Also es verbleiben 6, 2, 2, 27. Okay, jetzt weiß ich auch, wie man die Teile benutzt. Das ist... Sag bloß, du hast noch nie einen großen Dekuranha gesehen. Zerschlage ihn und du hättest eine Dekunus oder einen Dekustab. Stirb, du komisches Teil. Oh, ich habe einen. Du hast einen Dekustab erhalten. Im Inventar kannst du ihn auf links oder unten oder rechts platzieren. Dekustäbe sind leicht entzündlich. Drücke C, um einen Stab in die Hände zu nehmen. Drücke nochmal C, um ihn einzusetzen. Du kannst maximal 10 Stück mit dir führen, also setze ihn mit Bedacht ein. Ach, ich. Versprochen. Oh, ich habe ihn verloren. Oh, oh. Oh. Taya? Ja. Das Horror-Kit, oder? Oh, ich kenne diese Zeichnung. Tal und ich haben das zusammen mit dem Horror-Kit gezeichnet. Kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Oh, das arme Horror-Kid. Oh. Oh, ich trauere mit dir. Ja. Da hinten sind sie. Die Feen. Oh. Oh. Hä? Was ist denn da? Was ist der Tal? Hey, Taya. Nee, was ist da, Taya? Keine Ahnung, Tal. Oh, komm schon. Das weißt du doch. Oh. Oh, oh, ich muss mich ankriegen. Oh. Wer bist du denn? Hey, du. Kalt. 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 Ah. Oh. Bam, 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 bam. Oh. Du, 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 du. Hey, ich mach Purzelbäume. Ich spiele auf meiner Flöte. Ich spiele auf meiner Flöte. Auf meiner Flöte. Ahaha, ich sitze hier im Gras. Ahaha, ich sitze hier im Gras. Und ich hab diese Zeichnung gemacht. Und ich weiß, dass ich nicht singen kann. Egal. Du hast... Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Ich habe diesen Händler getötet. Und ich werde ihm jetzt eine Maske klauen. Ah, schöne Maske. Will ich aufsetzen. Als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte. Dann. Ja, dann. Dann wohl nichts weiter. Okay. So. Okay. Hey, da hinten ist Tingle. Ha! Getötet aus dem Hinterhalt. Weil ich's kann. So. Nein. Oh, ich habe es leider nicht getroffen. Ha, jetzt habe ich die Fledermaus endlich getötet.
Oh, Mann, Mann, ich wollte sie doch töten. Total unfair. Oh, da ist noch ein Loch. Da springe ich einfach mal direkt rein. Okay, die kann man einfach töten. So. Ja. Lief doch gut. Und dann, was ist hier in der Kiste? Was ist dort drin? Ein roter Rubin. Dieser Edelstein ist so viel wert wie 20 grüne Rubine. Das ist nicht wenig. Ja. Aber auch nicht besonders viel. Nein, ich muss ihn noch haben. So. Boom. Was ist das denn für eine Blume? Die wollte mich anscheinend... Die wollte mich einfach nur mit Deku-Kernen versorgen. Und ein blauer Rubin. Und dann gehe ich wieder hoch. Hui. Da muss ich einmal gerade meine Maske wieder aufsetzen. Stirb. Nein. Ich glaube, ich kann das Teil nicht töten. Aber dafür kann ich Tingle abschießen. Ja. Ah, ich falle. Ah, boom. Liebes Jahr an Cartoons, dass sie immer später merken, dass sie fallen. Nanu, grüne Kleidung, weiße Fee. Mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee, du liebe Güte? Ich heiße Tingle, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie, eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagte, ich solle mich meinem Alter entsprechend verhalten, aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingle selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Kenne ich alle. Glückswill, Glückwill. Ja, Sonderpreis für eine Karte. Kaufe mal die Karte für den Dämmerwald. Hurra! Du hast die Karte vom Dämmerwald erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du dich im Sumpfgebiet besser zurecht. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt an, wo du einen Bereich betreten hast. Der gelbe Pfeil zeigt dir, wo du dich gerade befindest. Okay, jeder seid bereit. Dingle, Dingle, Kunulippa! Diese magischen Worte hat Tingle für sich ersonnen. Stehlen Sie sie nicht. Nö, würde ich doch nie auf die Idee kommen. Maske wieder abnehmen. Oh. Also die Karte. Bin noch nicht in Unruhstadt. Tja. Da hat mich das Spiel wohl ausgetrickst. Sümpfe des Vergessens. Uhu. Oh, eine Kröte. Sind die weißen Punkte Leute, mit denen man reden kann? Okay. Schon einmal drehen. Das hat so viel gebracht. Komm schon. Ich will die Rubine haben. So. Und da hinten haben wir eine Eule. Und eine Pflanze.